So, schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Ich darf immer bitten, erst die beiden Trainer kurz ein Statement abgeben zu lassen und dann eure Fragen. Wir wollen immer mit dem Trainer der Gastmannschaft beginnen, in dem Fall Wolfgang Lusser. Wolfgang, bitte, kurz dein Statement zum Spiel. Ja, schönen Abend von meiner Seite. Ja, wir sind natürlich überglücklich über die drei Punkte, die wir hier mitnehmen konnten. Austria Wien auswärts zu spielen ist natürlich harter Brocken. Und was mich vor allem Freude ist, vor allem wie unsere Spieler heute agiert haben, mit welchem Herz, welcher Leidenschaft sie da reingeschmissen haben. Einige Spieler haben zum Schluss Krämpfe gehabt und ja, das zeigt einfach, dass sie bis zum Schluss alles gegeben haben. Und ja, freut mich für die Mannschaft, für den ganzen Verein. Danke. Danke, Wolfgang Lusser. Thomas Letsch, ich darf auch dich bitten, ein Statement, ein erstes zum Spiel. Bitte. Ja, zunächst mal Glückwunsch an Wolfgang und an Altach zu dem Sieg. Ich glaube nicht, dass Altach ein Top-Spiel abgeliefert hat, sondern dass wir, und es soll jetzt überhaupt nicht abwertend sein gegenüber dem Gegner, aber dass wir natürlich heute über 90 Minuten alles vermissen haben lassen, um was es geht. Wir haben von Anfang an, waren wir zu passiv, waren wir zu schläfrig, haben die Zweikämpfe nicht angenommen, wo sich ein Spieler von Altach dazwischen wirft, haben wir es nicht gemacht. Und umgekehrt bei eigenem Ballbesitz waren wir viel zu mutlos und haben unterm Strich eine katastrophale Leistung abgeliefert. Und ja, im Grunde kann man nichts anderes sagen, als sich bei allen im Stadion zu entschuldigen für den Auftritt, den wir heute hingelegt haben. Danke, meine Herren, für die ersten Statements. Fragen bitte, Philipp kommt mit dem Mikro. Keine Fragen, alle Fragen beantwortet. Okay. Kurier, Harald Otterbach. Bitte. Was kann man jetzt noch ändern? Jetzt hat man die Meisterrunde geschafft. Wird da heute auch darüber noch geredet, also dass man mit einem positiven Gefühl diesen sehr schwarzen Tag doch noch verlassen kann? Und was muss sich in der Mannschaft ändern? Weil es gab ja sehr, sehr viele Schwachpunkte. Ja, also ich glaube, heute oder auch morgen wird kein positives Gefühl entstehen nach so einem Spiel. Und heute wird auch nichts geredet. Ich glaube, heute ist jedes Wort zu viel, das wir reden. Egal, ob das, natürlich werden wir innerhalb des Trainerteams, sitzen wir da, aber da kommt auch nichts Konstruktives halt raus. Darum geht es auch nicht. Ab morgen geht es natürlich schon darum, sich Gedanken zu machen und alles kritisch zu hinterfragen. Klar kann man jetzt sagen, man hat diese Meisterrunde geschafft und ein gewisser Druck fällt ab. Aber Fakt ist auch, wenn wir so auftreten in der Meisterrunde, dann wird es schwierig. Und deshalb gibt es im Moment keinerlei positiven Gedanken, sondern es gilt einfach, diese Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben, zu analysieren und sehr kritisch zu hinterfragen. Natürlich auch alle Spiele, die wir bisher gemacht haben, aber ich denke, das war heute sicherlich ein absoluter Tiefpunkt, wie wir aufgetreten sind. Kollege Wiesmeier, Kronenzeitung. Du hast vor dem Spiel gesagt, man wird mit Selbstvertrauen auftreten können, nach dem 4:2 in Hartberg, das man mit 10 Mann geholt hat. Kannst du irgendwie erklären, warum dieses Selbstvertrauen dann halt völlig gefehlt hat? Viele hohe Bälle nach vorn, keiner hat sich wirklich viel zugetraut, sage ich mal, im Spielaufbau. Nein, das ist wirklich extrem schwierig, jetzt da eine Erklärung zu finden. Also es gab Möglichkeiten, rauszuspielen und wir haben uns dann aber oft, es war alles viel zu langsam, wie wir hinten rausgespielt haben, und wenn es mal ganz kurz schnell ging, dann und wir vorne reingekommen sind, dann hat es auch gebrannt. Also es ist ja nicht so, dass wir da gar nicht reingekommen sind. Und dann wenn ich dann sehe, 17 Torschüsse, aber die Art und Weise, die Qualität dieser Abschlüsse hängt natürlich davon ab, wie ich mir die Torschancen herausspiele. Und da waren wir viel zu phlegmatisch von Anfang an. Aber erklärbar, warum dieses Selbstbewusstsein nicht da war. Nochmal, wir hatten heute eine große Chance, aus eigener Kraft, ich wollte nicht irgendwo hinschauen auf irgendwelche andere Spiele, sondern aus eigener Kraft das zu machen. Und da ist natürlich umso enttäuschender, wie wir dann aufgetreten sind. Harald Otterer nochmal, Kurier. Muss man jetzt nicht auch die Routiniers ein bisschen in die Pflicht nehmen? Matic zum Beispiel, der vor 2 Jahren bei Sturm noch eine sensationelle Halbsaison gespielt hat. Florian Klein, Teamspieler. Da ist irgendwie keiner dabei, der jetzt wirklich einmal sagt, oder das Zepter an sich reißt, die Verantwortung übernimmt. Ist täuscht der Eindruck oder... Ja, ich werde den Teufel tun und jetzt über einzelne Spieler hier sprechen oder das habe ich noch nie gemacht und das werde ich auch nie machen. Fakt ist, wir haben letzte Woche als Gesamtes das Spiel gebogen und haben heute als Gesamtes, sage ich bewusst, Mannschaft, Trainer, Team, alle zusammen haben wir das Spiel verloren.
Und da sind jetzt nicht Einzelne gefordert, sondern wir alle sind gefordert. Und es geht logischerweise bei mir selber los, dass ich hinterfrage, was haben wir im Vorfeld falsch gemacht, was hätten wir anders machen können. Und davon gehe ich aus, dass das jeder der Beteiligten macht, das ist klar. Gut, ich sehe keine Handzeichen mehr. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sagen wir Dankeschön. Schönen Sonntagabend noch weiterhin.